Schönen guten Morgen. Es ist um 9. Der Karl. Okay, jetzt hört man ihn gerade im Babyfon. Ich wollte sagen, der Karl schläft noch. Ich habe mich jetzt gerade angezogen und bin vielleicht eine halbe Stunde schon wach, aber habe eigentlich nur entspannt so im Bett und so und halt darauf gewartet, dass Babyfon angeht. Jetzt habe ich mich gerade angezogen. Jetzt ist Babyfon wieder ausgegangen. Mal gucken, es kann auch sein, dass er einfach nur im Bett liegt, entspannt und ein paar so Geräusche macht, wenn er mit seinen Tieren spielt. Ich werde ihn jetzt gleich demnächst mal rausholen. Ja, ich bin noch ganz schön müde. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, doch ich habe, oha, ich habe voll die Augenringe, oder? Jedenfalls, meine Stimme, jedenfalls werde ich dann gleich meine Karre rausholen. Boah, scheiße, ey. und einen Plan für heute machen, weil ich habe wirklich noch keinen Plan so richtig. Ja, generell so für die nächsten Tage. Ich werde mal so meinen Kalender gucken und alles so durchgehen, was ich jetzt noch so die nächsten Tage mache. Ich werde heute Abend auf jeden Fall mal ein bisschen Video schneiden und so, weil das ist echt wieder dran. Also ein bisschen, ich sag mal, produktiv sein und so weiter. Wenn ich anderweitig vielleicht nicht produktiv sein kann, wenn ich zum Beispiel Möbel aufbauen oder so, das jetzt nicht mehr alleine hinkriege, die Möbel, die ich jetzt noch da habe. Wickeltisch und Kinderbett. Ich würde es bestimmt alleine hinkriegen, aber diese Frage ist halt auch, ob ich es alleine hochkriege. Aber dann mache ich wenigstens halt andere produktive Sachen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal schminken. So wie ich aussehe, kann ich mich nicht im Spiegel angucken. Ich sehe auf jeden Fall ein bisschen lebendiger aus, was die Augenringe betrifft. Ich hatte jetzt hier echt schlechtes Licht. Ich habe ja zwischendurch noch das eine Rollo gemacht. Aber ja, so kann ich auf jeden Fall erstmal mich besser angucken. Gerade jetzt, wenn ich irgendwie mit der Innenkamera filme oder so. Und so viel habe ich jetzt dafür auch tatsächlich nicht gebraucht. Ja, ich werde jetzt mal den Karl rausholen. Sofern das Babyfon nochmal angeht, weil er hat gerade wieder Geräusche gemacht, aber er hat nicht so gesprochen, also nach mir gefragt oder so. Mal gucken. So, wir sind gerade am Frühstücken. Bei mir gab es einen Rest Salat von gestern Abend, einen Kaffee. Ich habe ja immer noch keine Kaffeemaschine und deswegen hatte ich mir hiervon bestimmt eine ganze Palette mitgenommen. Es ist sogar auch immer noch was da. So, das ganze Organisatorische ist eigentlich erledigt, mein Essensplan für die Woche und so weiter. Ich muss nur noch eine Überweisung gleich tätigen, habe aber auch gerade schon einen wichtigen Anruf gemacht und alles und werde jetzt mich erstmal um die Wäsche hier kümmern, die abzunehmen und zu falten und wegzuräumen. Und genau, soweit. Also ich habe wieder Struktur in meine nächste Woche und alles und ja, genau. Ich werde jetzt mich erstmal um die Wäsche kümmern. Mir macht das übelst viel Spaß, so Wäsche abnehmen. Boah, das ist echt gruselig, mein Bein da hinten. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass ich hier ja noch einen Spiegel habe. Was ich übelst cool finde, dass ich da einen Spiegel im Schrank habe. Zumal der Schrank einfach sehr, 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 sehr günstig war. Und ich finde den wunderschön. Und der ist trotzdem echt groß. Also ich kriege alles rein, was ich reinkriegen will. Ja, was ich sagen wollte, ich liebe es, Wäsche zu machen. Mir macht das so viel Spaß. Dementsprechend ist es jetzt auch eine positive Beschäftigung. Nimm mal den Finger da raus, bitte. Genau, der Karl spielt schön in seinem Zimmer vormittags. Das ist so entspannt. Er geht in sein Zimmer, also nach dem Frühstück, so von selbst. Dann mache ich das Türgitter dazu. Ich sehe ihn ja hier auch gut. Und er spielt einfach. Das ist so, wie wenn ich ihn in den Kindergarten geben würde und dann vormittags halt meine freie Zeit habe. Also klar, ich muss ihn hier auch beaufsichtigen und so, aber trotzdem, er spielt so schön. In dem Alter. Willst du deinen Akkuschrauber zeigen? Ja. Den kennt ihr vielleicht. Da. Aus dem Video. Also den hat der zum Geburtstag bekommen. Genau, dann schalte ich mal die Kamera auf und mach mal Wäsche.
Jedenfalls mache ich jetzt einen kleinen Supermarkt- und DM-Hor. Und es ist aber noch was im Auto. So, also, ich zeige euch jetzt, was ich zu essen geholt habe. Zum einen habe ich dieses Hofe hier gefunden. Das ist alles voller Joghurt. Eis. Ja. Einmal Eis. Blaubeeren. Das ist alles voller Joghurt. Ey. So, zweimal Windeln. So rum. Die eine davon ist noch im Auto. Diesen Kaffee, davon mehrere. Halt, solange bis ich eine Kaffeemaschine habe. Ich werde mir demnächst mal, also ich habe mir schon einen ausgesucht, ich werde die demnächst mal bestellen. Weil kalter Kaffee ist halt kalt. Ja, dann so ein paar Joghurt, wovon ich den einen jetzt gleich essen muss, der da drinnen kaputt gegangen ist. Dann einmal Kekse. Dann habe ich Brot geholt. Ja, das ist so widerlich. Das ist wirklich Katastrophe. Katastrophe. Ach, nee. Einmal Salami. Kartoffelsalat für Mittag. Vielleicht auch mal ganz lecker. Käse zum Überbacken halt. Dann habe ich Salatkräuter gekauft, weil ich auch an sich so Salat gekauft habe. Noch mehr Brot. Das soll nämlich auch ein Stückchen reichen. Das ist jetzt so, ich sag mal, im Wocheneinkauf nehme ich hier auch nochmal Brot. Und ich werde das hier auf jeden Fall erstmal einfrieren. Nochmal so Käse. Ich weiß gar nicht, warum ich den gekauft habe. Ich habe vergessen, dass ich einen Kühlschrank hatte, wahrscheinlich beim Einkaufen, weil das der Käse, der nicht gekühlt werden muss. Dann hat sich der Kali das hier gewünscht. Auch mal so für abends. Vielleicht zum Kartoffelsalat, das ist gar nicht so blöd. Dann nochmal Käse zu überbacken. Die hier können wir ja auch machen in der Backofen-Mikrowelle-Dings da. Das ist eigentlich echt gut so. Dann habe ich für den Salat so Mais. Salat an sich. Gurke, weil Tomaten haben wir noch da und dann ist der Salat eigentlich schon fertig. Müsli fürs Frühstück. Ein bisschen Obst noch, was sie so ans Müsli ranschneiden. Kann mir mal jemand sagen, warum ich die teuren Bio-Bananen gekauft habe? Einmal Feuchttücher, also nein, viermal Feuchttücher. Dann habe ich ja jetzt einen Kühlschrank und kann dementsprechend, eins fehlt noch, Augenpads mir wieder kühlen, was ich sehr, sehr cool finde. Einmal Rasierschaum, Abschminktücher, ein Duschbad und Rasierer. Und das ist nur meine Maske, mein Portemonnaie, das war's. Okay, ich glaube, ich habe übelst lange nicht gefilmt. Wir waren auf dem Spielplatz. Ich kann euch jetzt noch zwei kleine Szenen einblenden, also vom Weg rück zu tatsächlich. Ich konnte dort nicht filmen, weil da 1 Milliarde Kinder waren und ich auch auf den Karl aufpassen musste und da waren ja ganz viele Wespen und so. Genau, ich bin jetzt dabei, die Wohnung nochmal sauber zu machen. Also vielleicht könnt ihr euch denken, was das für eine Tür ist. Das ist die Tür zur Kammer. Ich habe die Kammer aufgeräumt. Staub gesaugt und sortiert. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe leider kein Bild von vorher und auch nicht vorher gefilmt. Aber im Prinzip ist das hier alles so Kategorie Dachboden, wenn meine Dachbodenkammer dann mir mal übergeben wird. Ich habe mich da heute auch schon drum gekümmert. Die Leiter muss eigentlich auch noch auf den Dachboden oder zu Philipp, je nachdem. Hier steht jetzt der Buggy, da muss ich öfter mal ran. Hier drin ist Gästebettwäsche. Dann haben wir vorne das Geschenkpapier, das wird auf jeden Fall auch hier bleiben. Das geht bloß nicht mehr zu, weil ich viel zu viele Rollen gekauft habe. Der Staubsauger wird auch bald noch hier angebracht. Muss ich halt mal gucken, aber ich denke mal, dass der hier so an die Seite irgendwie kommt. Dann haben wir hier unten mein Haushaltsbeutel, was auch immer. Da wird hier irgendwie mal noch ein Regal oder so, vielleicht hier so bis unter den Sicherungskasten ein Regal oder so, wo dann so Zeug reinkommt, zum Beispiel auch die Handtücher und sowas. Genau, haben wir hier noch Sandspielzeug und da hinten unten ist, glaube ich, noch das Klopapier irgendwo. Aber ansonsten war es das. Und jetzt ist hier auch viel mehr Platz, viel mehr Ordnung. Ich habe alle Sachen, die noch hier drin waren, die aber eigentlich zum Beispiel in die Küche gehört haben, habe ich in die Küche zum Beispiel halt geräumt, was in die Küche gehört. Dann habe ich noch einiges gefunden, was eigentlich ins Bad gehört, gerade so Putzzeug und so. Jetzt habe ich auch wieder alle Düsen vom Staubsauger beisammen. Die waren nämlich auch irgendwie ein bisschen verschollen. Und ich kann euch noch was zeigen, ich habe mein Kamerazeug in meinen Kleiderschrank geräumt. Und zwar habe ich jetzt hier oben mein Kamerazeug. Dann habe ich hier so ganz normal Klamotten und alles, halt komplett. Das unterste Fach war nämlich noch frei. Was heißt frei? Da lagen meine ganzen Socken lose rum. Und jetzt meine Socken habe ich halt erstmal da in der blauen Wäscheschüssel. Da brauche ich irgendwas noch in Richtung Organizer oder sowas. Mal gucken. Aber das passt jetzt erstmal so weit. Und mein Kamerazeug ist auch endlich untergebracht. So sieht es jetzt gerade aus. Also werden wir jetzt hier mal ganz intensiv
Aufräumen. So, der Karl ist frisch gebadet, das Kinderzimmer ist aufgeräumt und Staub gesaugt. Wir sind jetzt gerade beim Abendbrotessen. Ich muss irgendwie festhalten, dass es nicht runterfällt. Es gibt Brot mit Gurke, also Karl hat Käsebrot mit Gurke und ich habe Salamibrot mit Gurke. Ich würde sagen, dass ich an dieser Stelle das Video beende. Ich gehe selbst dann einfach noch duschen, wenn der Karl im Bett ist, und mehr passiert heute nicht. Also zumindest nichts weiter Spannendes. Ich werde mich dann halt noch an den PC setzen. Ich habe nämlich noch entdeckt, dass ich noch Papierkram vergessen habe zu machen, den ich gestern gemacht habe. Und eventuell auch morgen nochmal zur Post muss, was ich auch gestern vergessen habe, also mitzunehmen. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Morgen ist der letzte Tag von dieser, von meiner Wochendings-Vlog-Aktion. Mal gucken, wie das, also was morgen so passiert. Und schreibt mir gerne jetzt schon mal Feedback in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ob ich sowas nochmal machen soll. Speziell auch, wenn wir vielleicht einen anderen Alltag haben als jetzt. Also in Richtung, wenn es dann an den Kita-Platz und so geht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Dann bis zum nächsten Video.